In der Landeshauptstadt Magdeburg gibt es einen erhöhten Anstieg von Covid-19-Fällen. Seit Freitag, dem 12. Juni, wurden 32 Menschen positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Damit steigt die Zahl der insgesamt seit März an Covid-19 erkrankten Menschen auf 153, Stand Sonntag, dem 14. Juni um 11 Uhr. Ja, wir haben nicht in Magdeburg eine neue Situation, sondern in einem bestimmten Bereich in Magdeburg eine neue Situation. Ich will darauf hinweisen am Anfang, dass aus meiner Sicht die Stadt Magdeburg insgesamt nach wie vor eine sichere Stadt ist. Wir haben aber in einem definierten Personenkreis relativ eng gefasst bei rumänischen Bürgerinnen und Bürgern einen Hotspot, einen echten Hotspot mit einer großen Zahl, für unsere Verhältnisse großen Zahl an positiv Getesteten. Das Gesundheitsamt hatte aufgrund der neuen Krankheitswelle rund 150 Quarantäneverordnungen verhängt. Diese wurden laut Ordnungsamt in den letzten 3 Tagen eingehalten. Verstöße gab es nicht. Eine große Hilfe dabei sind die mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingesetzten Sprachmittler, die bei den in größeren Umfang erfolgten Abstrichen vor allem in den betroffenen Wohnhäusern im Einsatz sind. Über die Kontaktpersonen hinaus werden vom Gesundheitsamt keine Quarantäneanordnungen verhängt. Wir bitten nach wie vor Kinder, Eltern aus den geschlossenen Schulen, die Symptome haben, zur Fieberambulanz zu gehen. Es ist auch möglich, dass jemand, der symptomfrei ist, aber in Sorge ist, sich dort testen zu lassen. Wegen des neuen Ausbruchs und der noch nicht vollständig nachvollziehbaren Infektionsketten hatte das hiesige Gesundheitsamt seit dem 12. Juni mehrere Schulen und Betreuungseinrichtungen geschlossen. Wir haben, was die Tests betrifft, sehr umfangreiche Tests vorgenommen. Die Fieberambulanz hat mittlerweile 860 Tests seit der letzten Woche vollzogen, was eine Riesenleistung ist, auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen. Ein Drittel von diesen Tests circa sind rumänische Bürgerinnen und Bürger gewesen und 2/3 deutsche Kinder, in der Regel Familien und Kinder aus den geschlossenen Schulen. Und wir haben keine nennenswerten positiven Ergebnisse. Also von deutschen Kindern keine positiven Ergebnisse bisher. Da freue ich mich drüber und das bedeutet auch, dass die Entscheidung, sie nicht grundsätzlich in Quarantäne zu schicken, eine gute und richtige Entscheidung war. Und wir haben auch von den nun knapp 200 getesteten rumänischen Bürgern eben auch von gestern zu heute nur 3 Fälle. Davon ist ein Fall, der wussten wir schon gestern, der ist gar nicht so neu. Also auch dort scheinbar oder offensichtlich gibt es im Moment keine größeren Fälle in Größenordnung. Dass es aus Magdeburg selbst nicht gekommen sein kann, das liegt, glaube ich, ziemlich auf der Hand. Denn wenn wir seit 30. April keinen einzigen Fall hatten und seit dem 8. 11. April wenige Fälle in Magdeburg hatten, die immer lokal begrenzt waren und die man genau nachvollziehen konnte, wo es hergekommen ist, meistens waren sie Auslandsreisen, dann ist hier eine gemeinsame Verbreitung in einem kleinen Personenkreis passiert. Wenn in 3 Tagen in 18 verschiedenen Familien gleichzeitig so ein Virus ausbricht, muss es irgendeine Beziehung geben. Das liegt auf der Hand. Die haben wir hundertprozentig noch nicht innerhalb der Stadt Magdeburg ermittelt. Wir suchen aber nach den Möglichkeiten, wo es herkommen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die wir nachgegangen sind. Auf der anderen Seite bleibt es dabei, was Herr Hennig schon gesagt hat. Die Infektionswelle und Ausbreitung in anderen Bereichen ist nicht zu beobachten. Und wir hatten auch bisher von März bis Ende Mai in Magdeburg ja keine Infektionskette. Wir hatten immer nur Einzelfälle von Urlaubsrückkehrern. Es gab keine Infektionskette. Jetzt gibt es eine kleine überschaubare, bisher überschaubare, von 30, 40, 45 Personen, die wir jetzt haben. Mehr nicht. Und die müssen wir jetzt in den Griff bekommen. Und wenn wir das in den Griff bekommen,